Holzfassaden sind zum festen Bestandteil zeitgemäßer Architektur geworden. Aber auch hier ist guter Holzschutz gefragt, um die Schönheit des Holzes auf lange Sicht zu erhalten. Besonders Außenholz ist den unterschiedlichsten Witterungseinflüssen ausgesetzt. Es hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Dadurch dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen. Man sagt, das Holz arbeitet. Hinzu kommt, dass die Oberfläche mit der Zeit vergraut. Wir zeigen Ihnen nun, wie man mit zwei einfachen Schritten solche Fassaden wieder in neuem Glanz erscheinen lässt. Als erstes kommt der Entgrauer zum Einsatz. Er ist biologisch abbaubar und zudem nicht kennzeichnungspflichtig, schädigt also weder uns noch unser Ökosystem. Bevor Sie mit dem Auftragen des Gels beginnen, sollten Sie alle Fenster- und Türenanschlüsse abkleben und die Holzflächen leicht anfeuchten. Jetzt das Gel auftragen, mit Bürste oder Schrubber. Dadurch, dass es sehr zähflüssig ist, tropft es nicht und bleibt schön lange auf der Oberfläche, erreicht dadurch eine größere Tiefenwirkung. Nach ca. 20 Minuten Einwirkzeit, nun mit Wasser und Bürste die angelösten Zellulosepartikel herauswaschen. Dadurch kommt die darunter verborgene Holzstruktur wieder schön zum Vorschein. Der Entgrauer hilft gleich dreifach. In nur einem Arbeitsgang wird die Oberfläche gereinigt, alte, nicht haftende Anstrichreste werden gelöst und die graue Patina wird entfernt. Sie werden staunen, wenn Sie nach dem Trocknen das Ergebnis Ihrer Arbeit betrachten. Jetzt ist die Fassade bereit für die Holzschutzöl-Lasur von Osmo. Denn Osmo nutzt die einzigartige Kombination von natürlichen Ölen und Wachsen. Diese dringen tief in das Holz ein. Zusätzlich bilden sie aber auch eine atmungsaktive Oberfläche. Somit kann das Holz arbeiten, Feuchtigkeit perlt ab und verdunstet. Jetzt ist es optimal geschützt. Fragen Sie Ihren Fachhändler, der kennt sich bestens aus und berät Sie gern. Das Besondere an der Öllasur ist, dass sie Grundierung, Anstrich und Schlussanstrich in einem ist. Das spart Zeit, Geld und Mühen. Außerdem ist die Oberfläche noch vor Schimmel, Algen und Pilzbefall geschützt. Aber das Beste ist die enorme Reichweite. 2,5 Liter reichen für 50 Quadratmeter. Deshalb immer den Preis pro Quadratmeter vergleichen, denn Sie bezahlen für das fertig behandelte Holz, nicht für den Liter. Bei Lasuren spielt die Farbe des Untergrundes eine entscheidende Rolle. Denn es handelt sich ja um einen transparenten Anstrich. Deshalb stellt die Firma Osmo kleine Probierbeutel, die sogenannten Tester, zur Verfügung, damit Sie auf Nummer sicher gehen können. Mit dem Farbton Ihrer Wahl geht es jetzt an die Fläche. Vorher die Holzschutzöl-Lasur gut umrühren. Mit dem praktischen Roll- und Streichset haben Sie gleich alles zur Hand, was Sie benötigen. Die kleine Mikrofaserrolle hält Öl bis zu 4 Quadratmetern bereit. Das ist enorm viel, deshalb kommt man schnell voran. Und sollten Sie mal eine Pause eingelegt haben, kein Problem. Im Gegensatz zu wasserbasierenden Anstrichen können Sie mit der Osmo-Lasur, ohne dass Ansätze zu sehen sind, weiterarbeiten. Das ist schon perfekt. Bei optimalen Trockenbedingungen kann der zweite Anstrich bereits nach 4 bis 6 Stunden aufgebracht werden. So, das war's schon. In nur 2 Schritten zu optimalem Langzeitschutz. Das ist erfolgreiches Arbeiten mit Osmo. Weitere Informationen hierzu und zu vielen anderen Produkten finden Sie unter www.osmo.de.